Wir haben 20 Minuten Zeit, um das zu reflektieren, was Sie gehört haben. Jetzt möchte ich einmal auf diese Jeins kurz eingehen. Die, die Grün gezeigt haben, sind ja offenbar mit allem einverstanden, dann haben sie auch keine Fragen. Aber die Jeins, die interessieren mich. Wer kann sein Jein formulieren? Was gab es da für Bedenken? Egal zu welchem Referat, einfach spontan Fragen, Kommentare. Ja, bitte. Sagen Sie vielleicht kurz Ihren Namen. Es hat ein Mikrofon, weil es tut uns leid, man hört leider das Zentrum sehr gut. Aber wir Roland Rempf, Raumplaner aus Chur. Ich sage es jetzt etwas plakativ, Frau Hess. Ihre Äußerungen aus dem Elfenbeinturm tönen gut. In der politischen Realität sind sie etwas anders. Ich sage bewusst etwas pointiert formuliert. Ich sehe schon den Ansatz, den Sie gebracht haben, den ich an sich unterstützen kann. Ich teile die Ansicht, darum habe ich auch vorher Grün aufgehalten für den partizipativen Umgang. Sie müssen aber damit einfach davon ausgehen, zum einen sind rechtliche Leitplanken da, die uns binden. Es sind politische Leitplanken da, die sehr unterschiedlich sind, gerade auch in einer Stadt, nicht nur in Chur, sondern auch hier in Basel. Es sind Eigentumsinteressen da, die nicht unberücksichtigt werden können. Wenn Sie daran denken, dass Sie für die Bewohnenden der Zukunft etwas wollen machen, es ist durchaus möglich, dass die künftigen Bewohnenden andere Vorstellungen haben als die, die heute da sind. Also müssen Sie etwas wieder anpassen. Es gibt für mich da schon einige Hürden, die dann zu überwinden wären in der praktischen Realität. Vielen Dank, Herr Trem. Sie haben ja nicht gesagt, dass das dann 1:1 Realität wird, sondern dann kommt ja die Expertenstufe. Ja, also ich möchte Ihnen gerne antworten. Ja, das ist ganz wichtig. Wir wollen herausfinden, was müssen die Leute wissen, damit die Kommunikation funktioniert. Es ist ja nicht so, dass es nur einfach ein Nehmen von Ideen ist, sondern es ist auch so, dass sich die Bürgerinnen und Bürger oder die Bewohnerinnen eben an diese Leitlinien wie die politischen Leitlinien halten müssen, oder? Aber wie soll der Kommunikationsprozess optimiert werden, kann ich sagen. Und die Leitlinien, die werden wir immer haben. Also das ist logisch, also sehr wichtig, ja, finde ich auch so. Vielen Dank. Weitere Kommentare und Jeins? Ja, bitte. Kommt von der Seite. Ja, David Riener, meine Frage ist auch an Frau Hess. Ist das Modell schon zu sehen? Ist das aufgeschaltet auf dem Chur? Ja, wir haben ein erstes Modell gemacht. Man kann das aufschalten. Wenn Sie interessiert sind, kann ich Ihnen gerne diesen Link geben. Sie finden unter Future City Model, ich weiß nicht, jetzt die Präsentation, also auf der Präsentation ist der Link drauf und das wird irgendwo publiziert. Aber Sie können sonst gerne auf mich zukommen, ja. Es gab noch andere Wortmeldungen. Lukas, bitte. Ja, ich habe etwas zum ersten Referat von Martin Klamt. Ich war damals Jein. Ich habe mir einfach überlegt, es gibt ja Leute, die haben vielleicht ihre Heimat irgendwo eben weit weg. Oder die Heimat ist nur die Familie und die Wohnung und alles, was draußen ist, interessiert sie nicht. Und einfach, weil es auch andere, also ich, das ist nicht mein Idealbild, aber das gibt es und das muss man sich vielleicht bewusst sein, auch wenn man Stadtentwicklung macht, dass es auch solche Realitäten gibt, wo die Leute eben die Heimat gar nicht in der Stadt haben wollen oder nicht können und irgendwo noch weit weg sind, vielleicht dann die nächste Generation erst. Können Sie etwas sagen dazu, Herr Klamm? Ja, also dem kann ich nur zustimmen, Sie haben völlig recht. Also das, wenn man es jetzt aus planerischer Sicht aufnehmen möchte, also zum einen glaube ich nicht, dass man sagen kann, man kann Heimat bauen, also das oder planen. Man kann nur vielleicht gute Voraussetzungen schaffen, dass sich viele Menschen einen Ort gerne aneignen und den vielleicht dann auch, wenn sie dort lange leben, als eine Art Heimat begreifen. Das, was Sie gesagt haben, ist ganz sicher so. Also ich kann auch gar nicht definieren, was Heimat eigentlich ist. Und das ist sicher bei jedem von uns auch etwas Verschiedenes. Aber sicher irgendwie ein Zugehörigkeitsgefühl zu einem bestimmten Ort oder zu verschiedenen Orten.
Und das muss auch nicht immer ein schöner Ort sein. So. Und manchmal sind das eben wirklich so diese ganz privaten Orte, die ich aber als Planer in dem Sinn nicht beeinflussen kann und nicht beeinflussen will. Aber vielleicht ist da dann die Folgerung daraus, dass es auch eben solche Räume geben muss. Also sozusagen als Kontrapunkt zum öffentlichen Raum oder zum Stadtbild oder Quartier, was man eben planerisch stärker beeinflussen kann, muss es eben auch diese Rückzugsorte geben. Also vielleicht ist es dann doch wieder der Vorgarten oder eben das Wohnzimmer. Aber klar, also das braucht es ganz, ganz sicher. Und vielleicht ist das auch sogar die wichtigere Komponente, weil man lebt ja nicht draußen auf dem Stadtplatz, sondern tatsächlich in den vier Wänden. Und das ist ja von ganz verschiedenen Faktoren beeinflusst, die man gar nicht steuern kann. Vielen Dank. Ja, bitte. Ich habe noch ein wenig Mühe mit dem Gedanken auch von Frau Hess, die ganze Bevölkerung einzubeziehen, alle einzubeziehen. Also klar ist das der Wunsch, aber die Realität ist ja dann auch, dass es eben Leute gibt, die sich weniger interessieren, Leute, die Vorwissen haben, Leute, die sich nicht artikulieren können. Gut, man kann sagen, im Internet ist es dann vielleicht einfach, da kann man die Leute besser abholen. Die Frage ist dann aber auch, weckt man dann nicht auch Erwartungen, die man nicht erfüllen kann? Und ich glaube auch, Mary Siedler, du kannst ja vielleicht auch zu euren Partizipationsprozessen etwas sagen, weil es gibt ja dann eben Leute, die gerne mitmachen, andere, die verhalten sind, andere, die sagen, das interessiert mich überhaupt nicht. Wie holt man die Leute da, oder wie bezieht man die Leute in solchen Prozessen dann ein, oder möglichst eben alle, die man gerne dabei haben möchte? Also das hatte ich mir auch notiert, als sozusagen als Gegenrede, auch weil so viel Grün kam, immer als Zustimmung. Wir machen uns natürlich auch ein Stück weit etwas vor mit diesem Alle einbeziehen. Partizipation am Schluss in der Planung ist doch auch immer exklusiv. Also man erreicht nie alle. Oder würden Sie sagen, Frau Hess, doch mit meinem Modell erreicht man eben alle? Nein, aber also man erreicht sicher nicht alle. Das ist auch nicht unbedingt nötig. Aber es gibt vielleicht ganz viele kleine Anliegen. Also wenn ich an eine Stadtplanung denke in München, da geht es vielleicht darum, wie sich verschiedene Bevölkerungsgruppen einen Platz teilen. Also wo hört eigentlich der Vorgarten des Aldi auf und wo wird mit dem Rollbrett rumgefahren? Solche Dinge, oder? Und dafür brauche ich, das sind nicht architektonische Dinge, das sind gesellschaftliche Dinge, die man regeln kann, so dass ein guter Konsens entsteht. Und das sehe ich, da ist ein großes Potenzial drin in diesem Bereich der Kommunikation. Vielleicht ist das von dem, was ich erzählt habe, nicht für die Entwicklung von Quartierplänen und Bauen, ja, sondern mehr diese weichen Dinge, kleinere, die aber ganz wichtig sind, dass die soziale Durchmischung funktioniert, dass wir miteinander leben können und dass wir den Platz eben nicht als leeren Platz hinterlassen, sondern als Platz, der sowohl der Vorplatz des Aldis ist, als auch der Rollbrettplatz. Also, also jetzt nicht Stufe Richtplan oder Nutzungsplan, sondern ein kleineren Ort. Ist das für dich eine Antwort? Herr Klamt? Ja, ich wollte auch zunächst mal, ich habe noch eine Anmerkung zu im Grunde allem, was schon gesagt wurde, aber speziell auch noch mal inspiriert durch Ihren Vortrag, Frau Hess. Also zunächst mal, glaube ich, muss man ja auch, also ein Plädoyer auch, das ist eine große Idee. Und da kann man vielleicht jetzt nicht erwarten, dass sie in jedem Detail schon abgestimmt ist und funktioniert. Und diesen Charme dieses Ansatzes oder dieser Idee, also dem möchte ich nur zustimmen. Natürlich sehe ich dann für die Realität auch sofort ganz viele konkrete Probleme. Aber da ist ja genau der Punkt. Dort soll man nicht stehen bleiben, weil es deswegen nicht klappt oder weil man nicht alle erreicht oder und so weiter. Also dafür müsste man ja eine Lösung finden. So, ich habe sie nicht, aber ich glaube, in dem Prozess muss man eintreten. Wo ich aber bei dem Thema Beteiligung schon ein Problem sehe oder das jetzt auch einfach aufgreifen möchte aus Ihrem Vortrag, zwei Dinge. Also was ist eine gute Idee oder die beste Idee? Also das zeigt natürlich, ich meine, natürlich leuchtet es ein, wenn der Baum Schatten macht, dann ist es kühl und der normale Mensch versteht sowas eigentlich auch. Aber gerade in der Stadtplanung oder also noch breiter gesagt in solchen gesellschaftlichen Aushandlungsprozessen ist das nicht immer rational. Und der eine will den Baum und der andere will ihn überhaupt nicht, aus welchem Grund auch immer. Also das heißt, jemand müsste doch irgendwo entscheiden, was eine gute Idee ist.
Und das Problem, was ich noch viel stärker sehe, ist in so einem Prozess, wo man sagt, ja, wir wollen möglichst alles abholen, kommen auch ganz viele schlechte Ideen. Also glaube ich schon. Wenn man jetzt zum Beispiel, der amerikanische Präsident ist sehr aktiv mit seinen Ideen. Ich finde nicht alle gut, aber er platziert sie sehr, sehr stark und sehr häufig. Und das sind ja, also damit muss man umgehen. Und das ist auch, etwa, wir sind jetzt keine responsive Stadt, so, aber das bemerken wir natürlich auf ganz vielen Ebenen. Bei fast jedem Projekt ist der Input eigentlich immer, etwas zu verhindern oder die Veränderungen aufzuhalten und also eher ein Widerstand, mit dem man ja umgehen muss, der sagt uns ja auch was Wichtiges, vielleicht tut ihr da etwas, was wir nicht wollen. Aber es ist ja nicht meistens, dass die Leute aufstehen und sagen, wir finden das toll, wir wollen die Fassade so und so oder wir wollen mit dem Rollbrett hier. Das ist in der Realität genau umgekehrt. Wir wollen keine Rollbretter und wir wollen keinen Garten. So ist oft die Haltung. Sie sagen im Prinzip, Partizipationsangebote können auch erst Widerstände überhaupt wecken. Ja, also das ist vielleicht auch wichtig, aber wie geht man jetzt damit um? Ja. Ja, gerne. Partizipation ist ja heutzutage ein Schlagwort und man hat das Gefühl, ein Prozess ist nur gut, wenn er partizipativ ist. Und ich denke, es geht auch hier darum, sehr differenziert mit dieser Sache, mit diesem Begriff umzugehen. Und wir haben jetzt gemerkt, oft, wenn wir jetzt wieder auf die engeren Raumentwicklungsprozesse zurückkommen, dann oft wissen ja die Planer gar nicht, was eben aus lebenswertlicher Perspektive wichtig ist. Und da geht es darum, ganz gezielt dieses Wissen abzuholen und eine Partizipation entsprechend zu gestalten, angepasst an die konkrete Herausforderung, an die konkrete Frage. Und ich finde es ganz gefährlich, wenn wir Partizipation einfach so breit immer nur denken und das Gefühl haben, ja, wir machen jetzt noch ein bisschen Partizipation. Das ist es überhaupt nicht, sondern das ist wirklich etwas ganz Differenziertes, das viel Sorgfalt erfordert dann auch. Und ich denke auch bei dem Vorschlag von Frau Hess, das wäre ja eine Möglichkeit, eben die lebensweltlichen Bezüge besser kennenzulernen, wie man dann mit diesem Tool, ich sehe es mehr als ein Tool, wie man dann mit diesem Tool umgeht, wie man mit dieser Unmenge von Daten, die man generiert, umgeht und diese wiederum seitens Verwaltung, seitens Exekutive verarbeitet und dann wieder herunterbricht auf die konkrete Situation. Das ist nach wie vor eine große Herausforderung. Aber wenn man verspricht mit Responsive Cities, da ist jeder dabei, jedes Anliegen wird berücksichtigt, dann finde ich persönlich das gefährlich, weil so wird es nie sein. Ich hätte dazu eine Anschlussfrage an Frau Siedler. Lukas Bühlmann hat auch gesagt, dass man weckt Erwartungen und Partizipation weckt Erwartung und endet in Enttäuschung. Sie haben es offenbar geschafft, dass es anders lief. Was hat den Ausschlag gegeben? Was war wichtig? Ich glaube, Es ist eben genau das, dass die Leute ernst genommen werden, also dass sie nicht einfach etwas platzieren und dann verpufft das irgendwo, sondern dass sie ernst genommen werden in ihren Anliegen einerseits und andererseits, dass eben die Rahmenbedingungen auch klar kommuniziert werden. Ja. Es gibt klare Rahmenbedingungen, die einfach gegeben sind, gesetzlich, andere. Ja. Und dass man diese auch immer wieder kommuniziert, sodass man beide Seiten am Schluss zusammenbringen kann und so ein qualitätsvolles Gesamtbild schaffen kann. Also das, ja, wir haben bei diesen Prozessen immer, bei jedem Workshop immer wieder dasselbe wiederholt, was noch nicht so verstanden wurde das letzte Mal, das haben wir immer wieder halt gesagt, diese Rahmenbedingungen, die wichtig sind, bis es den Leuten Klick gemacht hat und dann in die richtige Richtung dann gearbeitet werden konnte oder eben dann produktiv gearbeitet werden konnte. Es brauchte viele, viele Treffen, um das zu erreichen. Das ist nicht an einem Abend gemacht. Also das wäre jetzt eigentlich ein Beispiel dafür, was Sie gesagt haben, dass man eben wirklich aufpassen muss, welches Etikett man da dran heftet an die Partizipation. Also ich glaube, es ist auch wichtig, dass nicht einfach die ganze Bevölkerung zu einem bestimmten Thema eingeladen wird, sondern eben halt
für diese Aufgabe die entsprechend die richtigen Leute einbezogen werden, die es auch effektiv betrifft, die etwas dazu zu sagen haben und die etwas dazu sagen sollen. Mhm. Und dann auch der Verlauf des Prozesses ist ja nie linear. Es kann dann sein, dass in einer späteren Phase dann noch andere mit einbezogen werden müssen, einfach weil man merkt, diese sollen auch noch abgeholt werden, damit sie nicht vor den Kopf gestoßen werden. Herr Dure. Ich möchte vielleicht noch ergänzen, aus unserer Erfahrung etwas ganz Wesentliches in solchen partizipativen Herangehensweisen ist auch die Haltung der Exekutive, der Verantwortlichen. Also wenn Sie haben vorhin gesagt, dass die Betroffenen ernst genommen werden. Wenn man einen partizipativen Prozess startet, aber nicht überzeugt ist, dass man das wirklich möchte, dass man bereit ist, mit den Beteiligten zu verhandeln, ihre Anliegen ernst zu nehmen, dann würde ich sagen, machen Sie es lieber nicht. Weil dann endet es eben in Enttäuschung. Dann können Sie gar nicht richtig auf die Anliegen eingehen und auch entsprechende Bereitschaft zeigen, etwas zu ändern. Die Exekutive, das heißt auch, die Gemeinde wird von dem Verwalter zum Gestalter, ist sich sehr wohl bewusst, was sie damit auslöst und was sie damit aber auch erreichen kann. Und diese Haltung, das ist vielleicht etwas, das viele Gemeinden und Städte daran sind, jetzt zu lernen und sich entsprechend auch mit anderen neuen Verfahren auf die Betroffenen zuzugehen. Das wäre schön. Ja. Es gibt noch Meldungen aus dem Publikum. Einen kritischen Einwurf machen, obwohl ich alles super finde, was Sie erzählt haben. Aber aus meiner Erfahrung mit der Stadtentwicklung Zürich haben wir vor Jahren eines der ersten Partizipationsverfahren im Kreis 4 ging es um den Bullinger Platz. Und es ging darum, wie man den Bullinger Platz verbessern könnte und neu gestalten. Und eine Tatsache, die wir dort gelernt haben, ist, dass es nicht immer die Betroffenen und die Exekutive gibt, die quasi gegeneinander sind, sondern dass die Betroffenen ganz unterschiedlich betroffen sein können und völlig unterschiedliche Meinungen haben können. Und dann, wenn man Partizipation macht, dann denkt man, jetzt finden wir eine gute Lösung, alle sind zufrieden. Das ist meistens gar nicht so. Also dann in Sempach, ich möchte Sie ja fragen, ob bei Ihnen dann wirklich nie eine Gegnerschaft gegeben hat gegen ein bestimmtes Vorhaben. Also das wäre dann fast ein Idealfall. Weil irgendwo müssen wir uns mit der Situation, die wir ja aus der Politik in der Schweiz sehr gut kennen, wir können uns ja mit einem 51-49% Ergebnis durchaus sagen, wir, das ist eben so. Und die einen haben gewonnen. Und in der Partizipation denkt man immer, ja, jetzt sind doch alle, möchten dasselbe. Und da finde ich mehr, man sollte sich nicht dieser Illusion hingeben. Es ist eine zusätzliche Erschwerung, dass man am Schluss ein Resultat findet, wo man sagen kann, eine Mehrheit der Betroffenen findet das gut. Aber bis alle dann wirklich überzeugt sind, ist dann schon fast sehr schwierig. Also man fragt alle, aber es werden nie alle zufrieden sein. Wie geht man damit um? Ja, also bei uns, das Beispiel, das ich gebracht habe von diesem Quartier, da war es tatsächlich so, dass zu Beginn, beim ersten Workshop, bei den ersten Workshops, da waren, sagen wir mal, 80% waren sehr, sehr skeptisch. Also absolut skeptisch, dass man da irgendetwas verändern jetzt will in ihrem Quartier, in dem sie schon so lange leben. Und am Schluss, es hat keine Einsprache gegeben. Bei der öffentlichen Mitwirkung hat es eine einzige Eingabe gegeben, die aber eigentlich ein Standard-Baugesuch hatte. Und eben keine Einsprache an der Gemeindeversammlung, kein Votum, einstimmige Zustimmung. Also ich war selber überrascht. Wir haben aber ein anderes Quartier ähnlich entwickelt. Und da war es etwas harziger. Und aber es war auch da am Anfang große Skepsis, am Schluss waren 90%. 90% waren dafür. Es hat eine Person gegeben, die einfach partout von Anfang an sich nicht bewegt hat. Also das Denken hat nie umgelenkt. Und meine, solche Leute hat man immer, und das ist dann, die kann man nicht abholen. Aber immerhin haben wir eine hohe Akzeptanz erreicht und eine Mehrheit steht dahinter. Und was wir zusätzlich erreicht haben, hat eine hohe Sensibilität in der ganzen Bevölkerung gegeben. Man ist sich diesem Thema bewusst geworden bei uns.
Und ich muss das nicht immer wieder von Neuem erklären. Es wird erwartet jetzt, dass Sorge getragen wird zur Baukultur. Das haben wir erreicht und ich denke, das ist sehr viel, wenn man das so erreichen kann. Schön. Frau Dura, Sie wollten noch etwas ergänzen. Ja, ich wollte ergänzen, dass ich bin mit Ihnen einig, dass es ganz anspruchsvoll sein kann. Ich denke aber, dass diese sozialräumliche Herangehensweise im Prozess selber auch ermöglicht, den Beteiligten aufzuzeigen, die unterschiedlichen Perspektiven und Sichtweise und Wahrnehmungen und vielleicht so auch eine Möglichkeit besteht, das Verständnis untereinander für ganz breit auseinanderliegende Bedürfnisse zu wecken oder zu erhöhen, dass man vielleicht dann doch niederschwellig gemeinsame Lösungen findet. Aber dass es immer gelingt, das ist selbstverständlich in der Praxis nicht so. Ja, meine Damen und Herren, ich muss auf die Uhr blicken, ist leider meine Aufgabe. Und wir müssen aufhören, auch wenn es wirklich spannend war. Vier spannende Referate. Vielleicht hat Sie erstaunt, dass unter dem Titel Heimat jetzt so viel über Partizipation gesprochen wurde. Aber das ist genau wahrscheinlich das Learning, was man von diesen 1,5 Stunden mitnehmen kann. Und damit übergebe ich das Wort an Esther Casanova. Sie ist Geschäftsführerin des FSU und sie macht für uns das Schlusswort. Besten Dank, Rahe Martin. Sollen wir zur Kulisse, als Kulisse noch stehen bleiben? Ja, würde ich sagen. Dann ist sie nicht so allein. Sehr geehrte Damen und Herren, der Fachverband Schweizer Raumplaner, FSU, diese Buchstaben stammen aus der französischen Bezeichnung Fédération Suisse des Urbanistes oder italienisch Federazione Svizzera degli Urbanisti. Das ist der Berufsverband der Schweizer Raumplaner. Mein Name ist Esther Casanova, ich bin Geschäftsführerin. Rahel Marti hat es bereits gesagt. Ich vertrete heute Frank Argast, den Präsidenten des FSU, der im Programm an dieser Stelle angekündigt war. Er ist aber heute leider verhindert. Der Verband der FSU zählt 700 Mitglieder und 200 Büromitglieder. Diese arbeiten an der Schnittstelle zwischen Gemeinden, Bauherren und Kanton, eben in den Bereichen der Raumplanung, der Partizipation, Städtebau und Gebietsentwicklung. Sie sind also ganz wichtig bei der Umsetzung dieser Ideen. Die Hauptaktivitäten des Verbands sind nebst der Durchführung von Veranstaltungen auch die Herausgabe der Fachzeitschrift Golasch, die 6-mal jährlich erscheint. Ja, nebst weiteren Veranstaltungen, eben, die wir durchführen, darf der FSU auch heute hier an dieser Fokusveranstaltung die Partner VLP und Bundesamt für Raumentwicklung unterstützen. Ja, es bleibt mir, geschätzte Damen und Herren, den Referentinnen und dem Referenten herzlich zu danken im Namen der drei Partner. Und ich übergebe Ihnen anschließend dann noch gerne ein kleines Präsent. Ein spezielles Dankeschön auch an dieser Stelle an Rahel Marti, die diesen Anlass vorbereitet hat und ihn gekonnt moderiert hat. Herzlichen Dank. Damit schließe ich den Anlass. Danke Ihnen herzlich für Ihr Interesse und wünsche Ihnen noch einen schönen Nachmittag.